Wie ist es, mit Rezo befreundet zu sein? Da platzt es. Jetzt sagt ihr mir doch bitte mal, was ihr an der aktuellen Politik so ändern würdet. Oh mein Gott. Während nackte Wachteln. Boah. Giga. Hey, voll gut. Ist das sowas aus deiner Kultur? Ja, ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderbaren Kanal namens Rezo. Renzo. Renzo. Achso, Renzo? Ja. Renzo. Und wir haben ein ganz hervorragendes Videokonzept heute. Und zwar ist das. Und zwar ist das wir Konzept. Wir drehen heute One Word Challenge. Das heißt, das Konzept funktioniert folgendermaßen: Eine Person sagt ein Wort, dann ist der nächste, dann der nächste, dann der nächste. Und dabei entstehen Sätze, die Sinn machen, ergeben müssen. Okay, dann fangen wir an mit der ersten Runde. Genau, und als erstes erzählt ihr mir doch einfach mal die Geschichte, wie ihr drei euch kennengelernt habt. Ach, das ist ganz einfach. Fang du einfach mal an. Okay, ja. Gnu war einmal ein Obdachloser. Als Obdachloser verkleidet. Traf Obdachlose. Mann, hey? Ich versuche eine Geschichte zu erzählen. Und Hobbylose nicht. Traf Obdachlose und Hobbylose nicht. Ja. Beim Pfeffermühlen. Event. Aber Rezo. Sack. riesige. Wie lang soll denn eure Geschichte werden? Balls. Schlabbernd. Julians. Popoloch. Also es hat ab dem Schlager das keinen Sinn mehr ergeben. Doch klar, er sagt die Balls schlabbernd. Sein Adverb, oder nicht? Schlabbernd, Juice, Popoloch. Ja, Punkt. Lies mal bitte die Geschichte vor. Nur das. Okay, Gnu war einmal ein Obdachloser. Als Obdachloser verkleidet, traf Obdachlose und Hobbylose nicht beim Pfeffermühlen-Event. Aber Rezo sagt riesige Balls, Schlappans, Julians, Popolo. Eine nice Kindergeschichte. Ey, wir waren Kinder noch, wir waren jung. War das üblich auch? Das war die Jugend, sag ich mal, ne, damals. Als nächstes erklärt ihr mir bitte mal den Sinn des Lebens. Der Sinn hafte. Der sinnhafte... Ja, ich habe das Wort erweitert. Sinn des... Sinns. Der sinnhafte Sinn des Sinns ist... Es... Zu masturbieren. Während... Viele... Nackte... Euter... Gemolken... werden... Und... Rezo... Gnu... Und... Rezo. Ich will da gar nicht Teil sein, weißt du? Rezo, Gnu und Rezo. Ja. Julian. Beim. Beten. Kisten. Okay. Ja, was ist der Satz? Das der Sinn des Das ist der Sinn des Lebens. Also empfinde ich persönlich. Kann ja nur auch von mir persönlich sprechen. Ja. Okay, für alle Zuschauer da draußen, die es auch für sich noch nicht so herausgefunden haben, der Sinn des Lebens ist tatsächlich, der sinnhafte Sinn des Sinns ist es zu... masturbieren, während viele nackte Euter gemolken werden und Rezo, Gnu, Chu und Rezo, Julian beim Beten. Alter. Ey, ich hoffe, ihr bringt nie ein Format raus, wo wir die Scheiße nachspielen müssen. Doch, das passiert jetzt gleich. Das ist der zweite Teil des Videos. Finde ich gut. Nee, ich stehe da auch hinter. Ja. Nächste Frage. Jetzt sagt ihr mir doch bitte mal, was ihr an der aktuellen Politik so ändern würdet. Alles wir verlangen vehement das Buberts sofortig und massenhaft bei hobbylos vermarktet und dabei Schießereien. Die Schießereien ausgelebt werden von Habeck und Rezo während Baerbock und Julian verdammt dabei Gnu nein fies nein. Doch. In der Politik wird viel gefiesse, das passt jetzt aber auch gut. Liebkosen. Trauriger Smiley. Okay, sag uns kurz, was würden wir an der Politik verändern? Wir verlangen vehement, dass Buberts sofortig und massenhaft bei Hobbylos vermarktet und dabei Schießereien ausgelebt werden von Habeck und Rezo, während Baerbock und Julian dabei Gnu liebkosen. Ja, das ist der erste Schritt, um auch gegen Putin Statement zu setzen. Ja. Finde ich. Jetzt erzählt ihr mir doch mal euer Highlight von der Hobbylos-Party. Okay, Dildos wurden entwendet oder verwendet. Verwendet. So, okay, verwendet. Während nackte Wachteln auf Julians Eiern. Ja, okay. Schlittschuh. Ich komm da eh nicht raus. Liefen. Und? Rezo. Ey! Zuschauer. Damit. Pfeffermühle. Pfeffermühle. Beim Dancen.
durchgeführt haben. Ja. So kenne ich meine Zuschauer. Ja, für alle, die nicht auf der Hobbylos-Party waren, es war tatsächlich sehr interessant. Dildos wurden verwendet, während nackte Wachteln auf Julians Eiern Schlittschuh liefen und Rizos Zuschauer Pfeffermühle beim Dancen durchgeführt haben. Ja. Bei sich gegenseitig auch. War eine gute Feier. Ja, fand ich richtig cool. Hobbylos-Podcast, hört da rein. Wer nicht reinhört, ist selber schuld. Nächste Aufgabe. Alright. Erklärt mir, warum Leute mehr Alkohol trinken sollten. Alkohol ist ein Nervengift, Ju. Auch kleine Mengen können schon großen Schaden anrichten. Das passt aber vom Video auswendig gelernt, oder? Aber wirklich. Okay, ja, wer fängt an? Du. Ich. Gnus. Sucht. Ist. Alkoholisch. Grenzenlos. Aber. Gnus. Wille. Ist. Unzureichend. Unzureichend groß. Deswegen. Unzureichend ausgeprägt. Oder ausgeprägt. 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 Deswegen. Ui. Schöpfen. Was für ein random Verb. Schöpfen. Deswegen schöpfen ihre. Was müssen wir sagen? Ja, was sollen sie schöpfen? Motivation. Dass. Sie. Gnus. Sucht. Kompensieren. Dürfen. Mit. Julians. Haha. Muskel. Muskeln? Muskeln. Muskelnlöses Glied. Nee, das geht nicht. Mit Julians Muskeln in seinem Körper. Insbesondere in Deutschland. Okay, das ist unser Statement für Alkohol. Okay, Gnussucht ist alkoholisch grenzenlos, aber Gnusswille ist unzureichend ausgeprägt. Deswegen schöpfen ihre Zuschauer Motivation, dass sie Gnussucht kompensieren dürfen mit Julians Muskeln in seinem Körper, insbesondere in Deutschland. Wie ist es, mit Rizo befreundet zu sein? Schlecht. Okay, nächste Aufgabe. Alright. Ihr wart ja neulich gemeinsam im Swingerclub, ne? Sag mal, wie lief euer Besuch da ab? Willst du erzählen? Ja. Es war Julians Idee. Seile in Rizos Arsch. Mann! Sag einfach, wie es war, Mann. Was soll ich denn jetzt sagen? Du bist schlecht geworden. Damals hast du dich gut rausgedribbelt, aber jetzt? In Rizos Arsch nicht hinein. Sondern Gnu. Musste ihren. Oh. Jetzt wendet sich das Blatt einmal. Gnu musste ihren Booty zunähen. Boah. Digga. Dann könnt ihr schon mal nichts mehr reintun. Egal, was ich jetzt sage, ihr könntet jetzt halt meinen Namen reinbringen. Ich will aber da eigentlich gar nicht so. Weil. Julians. Ja. Kopf. Weil Julians Kopf. Smart. Voller. Gleichgehend. Ja, weil du's Kopf smart voller Gleitgel. Ja. Wie? Ja. Gleitgel. Ja, nicht. Nicht eingecremt. Worden. Ist. Sondern. Tief. Sondern tief. Nicht. Nein, kein nicht mehr. Sondern tief erstreckt. In. Thomas. In Thomas. Hände. Oh Gott. Okay. Ihr könnt nicht gegen mich. Au. Also euer gemeinsamer Swingerclub-Besuch. Es war Julians Idee, Seile in Rizos Arsch nicht hinein, sondern Gnu musste ihren Booty zunehmen, weil Julians Kopf smart voller Gleitgel nicht eingecremt worden ist, sondern tief gestreckt in Thomas' Händen liegt. Machen wir es so, der Verlierer muss sich einen dieser Sätze tätowieren. Ich finde auch, ja. War ein wilder Abend. Jetzt erzählt ihr mir von eurem schlimmsten Albtraum. Was ist dein schlimmster Albtraum? Wir haben alle einen schlimmsten Albtraum. Ja. Meine. Brüste. Okay. Schwillen. Über. Horizonte. An. Wenn. Gnus. Mann! Sehr gut. Wenn Gnus Notgeilheit. Es ist ein Thema, es ist ein Issue. Ein Thema, ja. Yes. Wegen. Fuckboys. Ey, wir machen kein Anime. Das ist so richtig typischer Anime, dass das Mädchen irgendwie sagt, und dann platzt es am Ende. Ja, das ist leider so. Unermesslich. Schmerzt. Dadurch. Hat. Julian. Euphorie. Dadurch hat Julian Euphorie-Gefühle entwickelt. Komma, weil Aufzählung. Rizo hat Furunkel. Sacktief. Julian. Hä? Das funktioniert. Ich habe Furunkel sacktief Julian entfernt. Ausgelöscht. Und geheilt. Das ist doch nett. Das ist euer schlimmster Albtraum. Das ist mein schlimmster Albtraum. Das ist wirklich auch mein schlimmster Albtraum, ja. Ja. Krass. Okay. Meine Brüste schwillen über Horizonte an, wenn Gnus Notgeilheit wegen Fuck
Fuckboys unermesslich Schmerz. Dadurch hat Julien Euphoriegefühle entwickelt, Rezo hat Furunkel sacktief, Julien ausgelöscht und geheilt. Oh Gott. Voll nett, ne? Voll lieb. Ja. Ich hab die sacktief geheilt. Ja. Ey Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch bei Da haben wir auch ganz viele coole Videos gemacht. Und ansonsten sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Tschüss.